und die vorerst letzte gemeldete Rednerin ist von der SPÖ und jetzt an Bord Ruth Becher. In der Zwischenzeit Alltag geworden, oft auch lästiger Alltag. Und wer hätte gedacht, dass diese neue Normalität auch so aussehen würde. Was aber sehr viele überrascht, ist, dass die Politik hier noch immer im Krisenmodus bleibt. Ein Beleg dafür ist der Antrag 1924, der eine Verlängerung der Möglichkeit für die Länder vorsieht, nach Bedarf Barackenspitäler ohne langes Bewilligungsverfahren zu errichten. Und das wirft die Frage natürlich auf, welcher Pessimismus veranlasst die Regierung zu so einem radikalen Schritt. Ebenso findet sich im Antrag eine Verlängerung der Notzulassung für Selbsttests. Und ich verstehe nicht, warum diese Produkte nicht vom Bundesamt für Gesundheit geprüft werden sollen. Die Corona-Industrie ist ein Millionengeschäft geworden und die Regierung hat verabsäumt, Testungen, die Preise für die Testungen nachzuverhandeln. Das ist kein sorgsamer Umgang mit Steuermitteln und das ist auch kein ordentlicher Umgang mit der Gesundheit. Und diese Verdächtigungen hätte sich die Regierung nicht aussetzen müssen und daher werden wir diesen Antrag auch ablehnen. Abschließend möchte ich aber noch etwas Positives in dieser schweren Zeit sagen. Der Antrag 1822 betrifft den Umgang mit medizinischen Krisenvorräten, dass kurz vor dem Ablaufdatum fällig ist und diese Produkte können zukünftig an Hilfsorganisationen und Länder, die das benötigen, verschenkt werden. Das ist ein sehr wichtiges und richtiges Signal unter den Staaten, denn Corona ist eine weltweite Krise und wir werden die Pandemie auch nur gemeinsam besiegen können. Und diese positive Geste hat es auch in meinem Wahlkreisbezirk gegeben. Zu Beginn der Pandemie haben wir völlig überraschend von unserem Partnerbezirk in Peking eine große Ladung an Schutzmasken erhalten. Diese konnten wir dann an Schulen, Kindergärten weitergeben und das war eine große Unterstützung und auch eine wichtige völkerverbindende Hilfe, die wir gerne angenommen haben. Und es freut mich sehr, dass Österreich nun auch den Weg dieser gegenseitigen Hilfe verstärkt. Vielen Dank.